Wir kommen zum zweiten Halbfinale im Elite Full Muay Thai Tournament in der Klasse bis 85 Kilo. Auch dieser Kampf ist angesetzt auf 3 Runden à 3 Minuten. Ich rufe dazu als erstes in die blaue Ecke aus Bulgarien, Alexander Marko. Die rote Ecke. Er kommt aus der Schweiz. Janosch Dalsim Niklisbach! Zu meiner Rechten, in der blauen Ecke, 27 Jahre alt, 1,95 Meter groß, gewogen mit 84,3 Kilogramm. Bisher 17 Kämpfe, 11 Siege, 5 beendete Vorzeichen, George Knockout. Er ist bulgarischer Meister im Thai-Boxen sowie Bronzemedaillengewinner bei der IFMA Welt- und Europameisterschaft. Vom Elite Boxing aus Sofia, Bulgarien, Alexander Marko. Sein Gegenüber in der Rundlecke, 24 Jahre alt, 1,97 Meter groß, gewogen mit exakt 85 Kilogramm. Bisher 46 Kämpfe, 38 Siege, 30 beendete vorzeitig durch Knockout. Er ist amtierender Weltmeister nach Version der WKU, amtierender Europameister nach Version der IKBA, vierfacher Schweizer Meister im Thai-Boxen. Vom Fighting Chin Waldbrüll sowie der Bojaski Academy aus Almere, Janosch Dalsim
Für diesen Kampf sagen wir Ringfight zur ersten Runde, Round 1. Ende der ersten Runde. Second South, betreue wieder aus dem Ring.
Fußball für die zweite Runde, Round 2. Seconds out, Betreuer wieder aus dem Ring.
2 für die dritte und letzte Runde Round 3. Des Kampfes. So, nach Ablauf der 3 Runden, die Punktrichter sind sich nicht einig, wir haben ein Unentschieden und es gibt eine Verlängerungsrunde. Second Zeit. Zur ersten Verlängerungsrunde.
Ende des Kampfes. Die Kampfrichter haben entschieden, einzige Sieger nach dieser Verlängerungsrunde und der zweite Finalteilnehmer, der Kämpfer aus der roten Ecke, Janos Jasin Lichtenspach.